So, meine Lieben, weiter geht's mit der 25. Folge der FIFA 14 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem 22. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga und ja, mal wieder mit dem richtigen Topspiel, denn die Berliner, wir dürfen sie nicht unterschätzen, stehen auf dem 6. Tabellenplatz, haben heute eigentlich, wenn man so will, nochmal die letzte richtig große Möglichkeit, nach ganz oben zu gelangen, müssen das Ding heute gewinnen. Wir natürlich weiterhin auf Rang 1 mit 49 Punkten, aber man hat es gesehen in den letzten beiden Parts, wir haben so ein bisschen angefangen zu schwächeln, zuletzt nur ein Unentschieden gegen Düsseldorf, 0:0. Ich meine, das kann passieren, Freunde, das ist absolut kein Thema. Gegen Düsseldorf darf man mal unentschieden spielen und man darf auch mal ein Spiel verlieren, aber es wird halt so langsam eng. Die Löwen nur noch einen Punkt hinter uns in der Tabelle, sprich, ja, der Platz da ganz oben an der Sonne, der ist so ein bisschen gefährdet. Aber gut, wir wollen nicht drüber diskutieren und drüber nachdenken, sondern einfach wieder unser Spiel durchziehen und dann werden die Punkte von ganz alleine fallen, Freunde, und kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir gucken nochmal ganz schnell rein in den Kader, ob wir irgendwie was tun sollen, aber ich glaube, soweit bin ich erstmal noch zufrieden. Werd da erstmal nicht wechseln, außer vielleicht, ich glaube, ich beginne heute mal mit Ucha für Ex-Lager. Möchte ich mal probieren. Ucha auch mittlerweile mit einer 75. Halfa darf auch höchstwahrscheinlich. Darf der wieder rein für Peschko? Ich würde sagen, der darf wieder rein. Peschko nehme ich mit für Thiel. So, und dann denke ich, haben wir das erstmal. Also heute gegen die Unioner, gegen die Berliner, gegen die Eisernen muss unbedingt wieder ein Sieg her. Da, denke ich, sind wir uns einig. Von dem her quatschen wir nicht lange drum rum. Gehen wir rein. Legende natürlich wieder 5 Minuten bewölkt heute wieder hier in Köln. Das heißt natürlich auch, es ist wieder, denke ich, kräftig Stimmung angesagt. In dem Sinn, saugt diese Stimmung auf, genießt es. Wir sehen uns gleich wieder. Und das ist nun also Köln, das sind unsere Fans, die uns voranpushen und heute haben wir hier einen ganz, ganz unangenehmen Gegner. Wir sehen es nochmal in der Tabelle, Union Berlin, 21 Spiele, 37 Punkte, sind 12 hinter uns und wie gesagt, es ist heute so eigentlich die Möglichkeit schlechthin, diese Truppe aus Berlin komplett hinter uns zu lassen. Mit einem Sieg werden die wahrscheinlich zumindest ganz oben erstmal nichts mehr mit uns zu tun haben, eventuell noch mit dem dritten Rang, aber selbst das wird dann schon richtig eng. Heißt natürlich auch, die müssen. Die sind ja kräftig unter Druck und vielleicht, oh schade, gleich die erste gute Möglichkeit erfasst. Vielleicht ergeben sich dadurch ein paar Räume für uns. Vielleicht, weil sie da einen Ticken offensiver rangehen, als es eventuell sogar wollen. Jetzt aufgepasst, Özbek da unten ist Kohlmann. Wir schieben gleich mal gut drauf. Gefällt mir gut hier in den ersten Minuten. Und schon der Fehler, Ucha reinrotiert. Anthony, Ucha, Ucha, Ucha. Braucht zu lang, Kacke. Hab mir da so ein bisschen den Ball falsch vorgelegt. Und dann ist er erstmal wieder weg. Konterchance über Björn Jopek von Berlin. Denke ich auch ein bekannter, ein gutes Talent bei Union. Und Risse, oh, ich wollte sagen mit einer guten Übersicht, aber so gut war die nicht. Da stand noch jemand. Trotzdem Ball erstmal wieder in unseren Reihen. Bigalke, 8 Minuten mittlerweile gespielt. Risse wieder. Helme, schon mal ganz unten. Schönes Ding auf Bretschko. Um Gottes Willen. Ballannahme, nicht so toll. Lang geschickt. Da ist Thorsten Matuschka. Aber der Ball erst beim Aus. Es wirkt fast so ein bisschen, ne, als wären die Berliner verunsichert. Bei uns kommt zwar auch noch nicht wirklich jeder Ball an. Aber Berlin da doch mit relativ vielen kleinen Fehlern da hinten, die so eigentlich nie und immer passieren dürfen. Halfa, auch so ein Ball muss aber auch bei uns kommen wiederum. Ganz klar. Aber gut, ein bisschen Zeit müssen wir uns geben. Erstes Spiel heute für mich hier in der Session. Ticken brauche ich auch, bis sie reinkommen. Und dann denke ich, kommt da schon ins Rollen. Delu. Delu zurückgelegt. Kommen wir da ran, da kommen wir ran. Wieder ist Ucha da. Anthony Ucha! Wow. Na, das wäre ein Punkt gewesen, Freunde. 15. Minute, da zieht er einfach mal ab, der Anthony. Will sich heute natürlich beweisen. Vor ausverkaufter Hütte hier in Köln. Will wieder reinrotieren in diese Startelf. Matuschka, langer Ball, guter Ball auf Jopek. Jopek, kein Abseits. Jopek, Jopek. Korn ist erstmal da. Ich glaube, der wäre nicht mal rein. Horn geht auf Nummer sicher. Klärt da zur Ecke. Passt mir jetzt nur auf. Das ist jetzt gerade die zweite Möglichkeit für Berlin. Nicht, dass die hier wieder aus dem Nichts die Bude machen. Ganz, ganz stark von Bigalke. Bigalke kann sich dann nicht durchsetzen. Puni Beck. Oder wie auch immer der gute Mann ausgesprochen wird, hat den Jopek. Und ist Sören Brandy. Brandy. Flanke ist gut. Horn und weg das Ding. Horn mit einer kleinen Unsicherheit da. Und Ucha letztendlich
bereinigt die Situation, da ist er wieder. Uccia, hochgelegt, Lehmann, nicht unbedingt der Schnellste. Halfa, der schon eher in der Mitte ist. Bigalke sieht Uccia. Oh, der braucht wieder den Ticken zu lang, bis er den Ball spielt. Bigalke wäre schön gelaufen. Calandria verlagert die Seite. Gut, Özbek, Linie gelegt, da ist Thorsten. Matuschka. Nein. Und das ist super gemacht. 25. Minute, Union führt mit 1-0. Da können wir nicht klären. Und Özbek nimmt den Volley, macht das ganz, ganz stark. Keine Chance für Horn. Wir liegen jetzt mit 1-0 hinten. Es hat sich so ein bisschen jetzt in den letzten Minuten angedeutet. Union wurde immer stärker. Wir konnten uns da nicht mehr wirklich befreien. Uccia, guter Doppelpass. Hector, komm, jetzt eine gute Flanke, die ist schön. Helmes ist da, der Ausgleich. Der prompte Ausgleich hier in Köln, 27. Minute. Der 10. Treffer von Patrick Helmes. Ganz, ganz stark, steht da völlig frei. Und die Chance, die lässt er sich nicht entgehen. Also, es fällt eine knappe halbe Stunde lang überhaupt kein Tor. Relativ wenig Torszenen und dann in ganz, ganz wenigen Sekunden der Doppelschlag. Jeder mit einem Treffer, sprich alles wieder ausgeglichen. Uccia, schau mal ganz unten, guter Ball auf Brečko. So, das müssen wir jetzt hat. Da müssen wir jetzt hat weitermachen. Nicht du, nicht du. Du stehst doch im Abseitsriss, wenn überhaupt der andere der Helm ist. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Da müssen wir jetzt weiter Gas geben. Und schön weiter Fußball spielen. Dann kommt das zweite auch irgendwann. Oh, allerdings nicht, wenn wir solche Fehler machen. Wimmer, ganz, ganz wichtig, dass er da noch hinkommt. Gut gemacht. Bigalke, um Gottes Willen. Den habe ich schon viel früher spielen wollen, aber Bigalke nimmt den erst nochmal an. Jopek kann sich durchsetzen. Unten ist Kohlmann. Kohlmann, Risse. Langes Ding auf. Uccia, Uccia in die Mitte gelegt. Auf Patrick. Helmes kommt nicht in Bigalke, kommt auch nicht ran. Meine Fresse. Was wäre es jetzt gewesen? Das wäre der Doppelschlag, der wichtige Doppelschlag gewesen. So wieder die Berliner. Es wird hektischer. Es geht hin und her von einer auf die andere Seite. Aber noch alles in Ordnung, noch alles auch hier unter Kontrolle. Hector auf Marot. Der nach unten auf Wimmer sieht Risse. Bigalke. Oh, doch nicht der Lange. Doch nicht der Lange. Nach unten wollte ich ihn spielen. Also so ganz klappt's noch nicht. Kohlmann kann sich durchsetzen. Schönheim. Özbek sieht Calandria. Calandria. Oh, da fällt unser Mann einfach mal hin. Unten ist Jopek. Und dann gibt's den Vorteil, beziehungsweise den Freistoßvorteil abgepfiffen da vom Schiedsrichter. 39. Wenige Minuten noch in Durchgang 1. Wie gehen wir hier in die Pause? Wir gehen... Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Wir gehen Stand jetzt mit einem 1-1 in die Pause. Riesenmöglichkeit da und ein bisschen Dusel für uns, dass der nicht reingeht. Uccia. Helmes. Schön, gut gespielt. Mal die Seite da verlagert. Wunderbar, Hector. So, ganz unten muss er laufen. Brečko kriegt den nicht mehr. Ich werde verrückt. Das ist doch Freude. Wir müssen dann auch schon so ein bisschen betun. Das ist ein stinknormaler Ball, um die Seite zu verlagern. Uccia. Ball reingechippt. Der kommt noch. Der kommt noch. Alpha. Will's wissen? Oh. Dazwischen nochmal. Nochmal die Möglichkeit. Risse. Oh, das dauert zu lang. Das ist nicht gut. Jopek hat ein bisschen Platz. Parenzen. Parenzen. Unten ist Özbek. Langes Ding. Der Ball ist weg. Den hat Timo Horn. Und das dürfte es wahrscheinlich erstmal gewesen sein hier. Oder gibt's noch die eine Chance? Schön gespielt. Gut gemacht von Halfa. Schickt jetzt Hector. Es gibt sie nochmal. 45. Minute. Hector. Hector. Guter Ball. Helmes. Abgelegt. Anthony. Uccia. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist es denn unfassbar? 45. Minute. Uccia macht sein Ding. Und wie krank er das macht. Allein schon, dass sich Helmes da super durchsetzt. Und dann Uccia aus 16 Metern über den Keeper hinweg ins lange Eck. Genau aus solchen Gründen spielt er, weil er einfach eine Macht ist, was das Kopfballspiel angeht in Liga 2. Wahrscheinlich mit einer der Besten. Und das stellt er hier absolut genialst unter Beweis. 2-1, alles super Knorke jetzt, Freunde. Mehr als in Ordnung hier zur Halbzeit die Führung gegen Union Berlin. Boah, erstmal durchschnaufen. Also das Spiel hat's in sich bisher. Gucken wir mal auf die anderen Plätze. Der FSV Frankfurt mit einem 0-0 zu Hause gegen Paderborn. Der KSC führt zur Halbzeit mit 1-0 gegen Cottbus. Sandhausen Düsseldorf 0-0 und Bochum gegen Aue ebenfalls nach 45 Minuten unentschieden 1-1. Und ihr seht, das Ganze ist eher verdient, dass wir gewinnen als Union. Aber es ist noch nicht wirklich dominant, was wir da heute zeigen. Müssen uns auch erst wieder so ein bisschen Selbstvertrauen anspielen nach ja, den letzten Partien, nach den letzten beiden vor allem, wo wir ja nur relativ wenig Punkte geholt haben im Vergleich zu dem, was wir sonst in der Saison bisher geschafft haben. Uccia.
Ucha, ich glaube, es war kein Abseits mehr, aber der Ball war dann nicht gut. Da ist Delu und da kommt keiner hin und der kommt jetzt aber bitte nicht genau in den Lauf. Gott sei Dank nicht. Brečko, gut geklärt. Bekommt den Ball wieder. Oh, Risse. Ja, dann leg ihn lieber nochmal zurück, Freund. Wimmer. Hector. So, wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir müssen jetzt nichts mehr riskieren. Ucha. Halfer. Halfer wird hier gelegt. Das muss den Freistoß geben. Und ich denke auch die erste gelbe Karte. Delu, der da unten ein bisschen reinhackt. Ganz klare Sache. Brauchen wir nicht drüber reden. Hector. Halfer. Der Ball auf Risse. Das ist doch schon wieder genialst gemacht. Ucha. 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 Geblockt, Risse legt ihn sich zu weit vor. Aber der Schuss von Ucha war auch nicht wirklich ein Strahl, Freunde. Um es mal so zu sagen. Calandria. Unten läuft Thorsten Matuschka. Hat eine Idee. Der alte, erfahrene Routinier Delu. Gelb. Vorbelastet. Parensen sieht wieder Thorsten Matuschka, der Capitano. So, komm, jetzt Halfa. Schön gemacht. Ball war nicht im Aus. Ucha. Super Übersicht. Der Elmes, jetzt muss es schnell gehen. Elmes. Boah. Und Haas hat den. 57. Minute. Die nächste Chance, um hier die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Schade, schade. Wimmer. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Alles in Ordnung. Ucha. Schön. Helmes sieht Bigalke laufen. Der Ball kommt an. Bigalke. Bigalke. Oh, das war ein bisschen zu wenig. Und Brečko tut auch nicht gleich mit. Sonst hätte er den sich noch erobern können. Helmes schiebt da drauf. Calandria. Jopek. 61. Das ist jetzt eine ganz, ganz heiße Phase hier nochmal. In dieser Partie. Parensen. Jopek. Wir brauchen das dritte Tor. Wir brauchen den 2-Tore-Vorsprung. Das ist die Philosophie nicht nur von Köln, allgemein im Fußball. Immer schön nachlegen, dann hast du es ein bisschen ruhiger. Jopek. Calandria. Calandria kann sich durchsetzen, dann doch Wimmer. Derjenige, der hier ja den Ball hat. Und Risse. Oh, führt ihn jetzt auch schlecht. Auch schon gespielt von Brečko. So, da haben wir es. Helmes mit 9 Saisontoren. Hatte der nicht 10 vorhin? Das Tor war doch sein 10. Stander, oder? Oder vielleicht das 10. insgesamt. Vielleicht hat er einen Pokal getroffen. Ich weiß es nicht. Aufgepasst. Brečko. Kommt nicht ran. Horn hat den. Vor eine kleine Unsicherheit gehabt, der gute Timo. Aber an sich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns. Ucha, kein Abseits. Helmes. Helmes. Rübergelegt. Oh, schlechter Ball von Brečko auf Helmes. Aber der kommt auch in FIFA nicht. Den darf ich gar nicht spielen. Jopek. Und Köln, beziehungsweise Union hat den erstmal. So, jetzt ganz oben. Schlechtes Ding wieder. Wieder so ein schlechter Ball. Geht's denn das? Özbek. Komm mal ran. Sehr schön. Ucha läuft. Ucha kriegt ihn nicht. Ucha, aber Halfa ist da. Und jetzt mach ihn. Helmes. Helmes macht ihn 3:1. Jetzt aber endgültig sein 10. Ligator. 73. Minute. Es ist die Entscheidung. Wir holen endlich wieder den Dreier. Ganz, ganz wichtig. Union Berlin damit komplett abgeschüttelt. Dann sind wir jetzt, was haben wir gesagt? Ich glaube, 12 waren es vorher, heißt 15 Punkte vor dem Hauptstadtklub. Das ist doch wunderbar. Genauso stellen wir uns das vor. Und damit der Aufstieg wieder ein Stück weit näher geruckt. Halfa, Halfa, kein Foul. Halfa, Halfa. Kriegt da leider nicht noch den Fuß dazwischen. Das wäre es jetzt hier endgültig gewesen, wenn er da auch noch das Vierte macht. Brandy. Oh, dann machen sie es wieder gut. Da ist Dausch, wieder Sören Brandy. In die Mitte gelegt. Bigalke passt auf, macht das stark. Kann dann allerdings nicht klären. Dausch. Brandy. Kopfball verliert da das Duell. Da aber kein Problem. Horn hat den Ball. Risse. Gibt's noch die Chance für mehr. Brečko schied nochmal mit an, Junge. Risse läuft. Risse kriegt den Risse. Macht das spitzenmäßig. Risse. Risse. Ucha. Komm nicht ran. Nochmal der Ball bei Halfa. Langes Ding. Risse! Und Haas hat ihn super freigestanden da. Marcel Risse kriegt ihn nicht unter. 81. Minute. Halt! Oh, Freunde, ich habe ja komplett vergessen, hier zu wechseln. Das müssen wir natürlich noch machen, um Gottes Willen. Fällt mir gerade so ein. Helmes bekommt Sonderapplaus. Darf raus. Schöpf bringe ich und Matuschik. Nee, Gerhard bringe ich mal wieder für... Bringe ich mal für Risse. So, auf die Seite. Der bekommt auch seinen Applaus, seine Standing Ovations. Hat er sich verdient heute. Also, Risse weiterhin auf dem Weg zu einer absolut genialen Saison. Ucha, das ist auch super gespielt. Oh, und dann läuft Bigalke nicht gleich. Oh, was mache ich denn? Leg den da zurück, aber haben wir noch. Ucha kommt aus dem Abseits. Aber gut, so zumindest die Möglichkeit für uns jetzt erstmal zu wechseln. Das ist in Ordnung. Risse und Co. dürfen raus. Standing Ovations. Oh, und da ist ja ein Getümmel da unten. Berlin auch mit
eine Auswechslung. Weiß da gar nicht, wer kommt. Ist relativ egal jetzt hier, vor allem auch noch zum Ende. Interessiert das keinen mehr. Das Ding ist durch. Da müsste jetzt schon hier ein kleines, aber feines Wunder vonstatten gehen, dass das noch gedreht wird. Schlechter Ball auf Exlager, sonst macht er hier seine Bude. 10 Sekunden nach der Einwechslung gefühlt. Schade, schade. Haas mit dem Mondball nach vorne. Parenzen. Hochgelegt. Jopek. Jopek, gut aufgepasst von Brečko. Da muss er nochmal ran. Da ist er nochmal da. Und dann gibt es den Einwurf für uns. Gehe ich mal ganz schwer von aus, oder? Nochmal der Wechsel bei Union. 32 rein, 29 raus. Aber da bin ich nicht so, ne, bewandert hier. Keine Ahnung mehr. Das ist Nemec für Parenzen. Und Berlin kriegt den Einwurf. Nochmal die Chance ranzukommen. Nemec. Macht er den Trick? Macht er nicht. Spielt ihn nochmal in die Mitte. Grecek geht ins Leere. Aufgepasst. Das wird nochmal richtig gefährlich. Maru. Sehr schön. Wunderbar. Exlager. Exlager. Uca. Uca. Komm, jetzt mach's, Junge. Uca. Schön. Und dann will ich in Linie chippen. Aber gut, es ist aus. Es ist vorbei. Wir gewinnen am Ende mit einem schönen 3:1. Gegen Union Berlin. Richtig, richtig stark, wie wir das letztendlich noch über die Bühne gebracht haben. 10 Schüsse, 7 davon auf die Bude. Es ist verdient. Helmes mit einer 9-2, der beste Mann. Die Ergebnisse 4 unentschieden. 4 unentschieden, 3x 1-1, 1x 0-0. Das 0-0 zwischen Frankfurt und Paderborn. Der Rest, der geht zu schnell, um es vorzulesen. Aber wir können natürlich wie immer jetzt schnell noch den Blick auf die Tabelle wagen. Und ihr seht, wir sind immer noch einen Punkt vor den Löwen. Wenn man so will, sind wir auch 7 Punkte vor Lautern, 7 vor Düsseldorf. Das ist der vierte. Also es ist noch lange nicht durch, Freunde. Es ist noch lange nicht durch. Hätten wir gegen Düsseldorf gewonnen, hätten wir das Spiel davor, ich glaube, gegen Bochum? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist aus meiner Sicht schon wieder lange her. Hätten wir das Dresden-Maß gewonnen, dann hätten wir jetzt halt 5 Punkte mehr. Dann hätten wir jetzt 5 Punkte mehr, dann sähe es richtig gut aus. So haben wir jetzt halt noch mit Cottbus, Bielefeld, Pauli, Aue, Sandhausen, Aalen, Ingolstadt, Bochum, die Löwen, KSC Lautern und Frankfurt doch ein relativ, ja, buntes Programm, vor allem am Ende mit Lautern, mit 1860 wird das nicht so einfach, Lautern und Bochum wird auch nicht so, ja, der Bringer Bochum auf 5, also ihr seht, da treffen wir nochmal auf 3 Gegner, der Top 5 am Ende der Saison, Pauli auch noch, ne, also die sind auch noch mit am Start, das wird schwierig, aber natürlich nicht unmöglich, wir haben eine super Truppe und wir haben eine richtig gute Ausgangsposition. Ganz klar. So, Adam Matuschik, ich würde gerne öfter spielen. Ich brauche mehr Spielzeit als in der letzten Zeit. Okay. Werden wir mal gucken, inwieweit wir da irgendwas machen können. Und ihr habt es bestimmt schon gesehen, das nächste Spiel steht an, auswärts im Stadion der Freundschaft gegen den FC Energie Cottbus. Die Cottbusser, wir können mal schnell gucken auf die Tabelle. Beziehungsweise wir können auch allgemein mal ein paar Tabellen angucken, oder? Wäre mal eine Idee. Cottbus auf Rang 8 mit 33 Punkten aus 22 Spielen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in die anderen Ligen. Schauen uns vielleicht international so ein bisschen um, wie es da aussieht. Ne? Denke ich, das wollt ihr dann doch auch ganz gerne immer mal sehen. So, und zwar machen wir aber nur die wichtigen, die wirklich interessanten. Australien, Belgien, Standard Lüttich und Brügge, das ist jetzt auch nicht so. Machen wir wirklich nur die Top-Ligen. Deutschland, der FC Bayern München mit 62 Punkten auf Rang 1. 19 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen, 59 zu 13 Toren. Also das sieht richtig gut aus für den nächsten Meistertitel. Schalke, Wolfsburg und Co. haben noch ein paar Nachholspiele. Trotzdem, jetzt schauen wir mal. Also Wolfsburg könnte auf 57 Punkte noch kommen. Dann hätten sie 5 Punkte Rückstand auf die Bayern, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen. Und Leverkusen könnte noch 9 Punkte holen, könnten auf 56 Punkte ebenfalls. Nee, können nur auf 56 kommen. Also den dritten Rang zumindest erobern. Mal gucken, Braunschweig hinten, Bremen hinten, Freiburg hinten, der Club auch noch am Zittern, wobei der mittlerweile schon 8 Punkte Vorsprung auf die Breisgauer hat, auf den Relegationsplatz. Sogar ganze 10 auf Bremen, ne? Ich meine, das ist auch noch lange noch nicht durch, aber das sieht dann schon insofern ganz gut aus. Bei uns hinten drin Aalen, Sandhausen und Aue, ich denke, das kennen wir, vorne natürlich wir. Alles beim Alten. In England, der FC Chelsea punktgleich mit Manchester United, allerdings mit einem Spiel weniger auf dem ersten Rang. Dann der FC Liverpool auf 3, Everton auf 4, Arsenal 5, City 6, die Spurs auf 7. Also so eigentlich wirklich alle Top-Clubs da vorne drin. Everton, die vielleicht so ein bisschen jetzt davor stoßen. Da hätte vielleicht man eher Man City und Arsenal gesehen oder auch die Spurs. Aber letztendlich, wie gesagt, Chelsea ganz oben hinten, Stoke City, Hull City und der AFC Sunderland. Das sind die drei Vereine, die höchstwahrscheinlich, stand jetzt zumindest, den Gang in Liga 2 antreten müssen. Aus der zweiten englischen Liga, aus der FL Championship, kommt dann QPR, Wigan Athletic und einer von Reading, Watford, Burnley oder Brighton hoch. Das also die Aufsteiger, zumindest
wenn mich nicht alles täuscht, Yeovil Town, Charlton, Bournemouth und Doncaster, die nach unten müssen. Aber gut, das ist jetzt alles jetzt erstmal nicht so ganz so wichtig, was die zweiten Ligen angeht, vor allem im Ausland. Marseille in Frankreich auf 1 mit 64 Punkten, Saint-Étienne auf 2, PSG nur auf 3, schwächeln sehr, haben nur 55 Punkte. Dafür natürlich den besten Sturm, das war, denke ich mal, abzusehen. Aber hinken da doch 9 Punkte her, das ist schon ein bisschen viel. Monaco und Lyon auf 4 und 5. Ja, Bordeaux auf 7, Lille, ehemaliger Meister, auf 8 und ja, sonst denke ich auch nicht so viele Überraschungen. Italien, Juventus Turin, die alte Dame mit 65 Punkten auf 1 und da ist es richtig eng, wenn wir das mal angucken. Roma, der Eis, oder ja, also Rom auf 2 mit 64 und dann Inter mit einem Sieg kommen die auch auf 64. Die Fiorentina mit 61 und dann schon ein bisschen abgeschlagen, Napoli 49, noch ein Spiel weniger, Milan, Lazio und Co., heißt, Juves 65, Roma 64, Inter bei einem Nachholspiel-Sieg auch 64, richtig enge Kiste da oben in Italien. Dann noch zu guter Letzt würde ich sagen, gucken wir uns Holland an, Feyenoord, Ajax, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, Vitesse, Arnhem und Co. Norwegen ist uninteressant, Portugal mit Porto und Sporting, die üblichen Verdächtigen, Braga und Benfica natürlich auch noch mit am Stissel. Und zu guter Letzt komme ich jetzt endlich dazu, Russland, Lokomotive, Spartak, Zenit und ZSK Moskau. Dynamo Moskau auch noch krass, ne? Was da alles an Moskauern rumhängt. Unfassbar. Und jetzt aber zu guter Letzt nehmen wir noch die Schweiz. Kommt, interessiert auch noch ein paar. Basel 56, Young Boys Bern 47, Grasshopper Zürich 44 und dann die ganzen FCs. Ja, mit ein paar weniger Punkten. Und in Spanien, darauf wollte ich hinaus, Atletico Madrid auf 1 mit 63 Punkten, gefolgt von Real auf 2 mit 60. Barca mit einem Sieg im Nachholspiel kommen auf 61 Punkte, also da läuft es ähnlich ab wie in der Serie A, aber guckt mal, da ist noch lange nichts vorbei. Atletico Bilbao oder Athletic Bilbao kommt auf 57, Sociedad, Real Sociedad mit einem Sieg auf 59. Also da könnte es eventuell sogar noch eine Chance geben für einen Außenseiter sozusagen, sich da den Titel zu holen. Und in Österreich RB Salzburg mit 57 auf 1, gefolgt von Austria Wien, Rapid und ja, Sturm Graz. Und dann sind wir durch. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt mit dieser Folge. Ein bisschen ausführliche Tabelleninformationen hier am Ende dieses 25. Parts. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst nichts. Und damit würde ich sagen, genießt den Tag, macht's gut. Ich bin raus. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.